Es ist so winzig! Aber es vibriert arg. Das fährt sich wie ein Moped. Das ist urkopflastig. Oh, das ist hart. Hängt wohl nach am Gas. Das ist so Kopflastig. Ich habe das Gefühl, ich kipp vorne drüber. Das Ding ist so richtig schwul. KTM Duke 390, fancy Farbdisplay als Tacho. Die Sitzposition ist echt eigenartig. Vielleicht liegt es daran, dass ich vorher die Adventure gefahren bin, dass mir das jetzt so extrem scheiße vorkommt. Aber es ist echt wie, als ob ich vorne drüber kippen würde. Steine werfen. Ein Einzylinder, der bis 12 dreht? Fett. Das ist schon doof.
muss man ja voll geben. Schwarz? Rot? Hey, hallo, der Tacho ist schwarz. Es hat 6 Gänge! Voll unnötig! Während der alle ganz gemütlich dahin tuckern. Ich hab da 93er, voll Akro. So, und gerade und Vollgas! Ah, Vollgas! Und voll zurück! Und bremsen! Und runterschalten! Und Kurve, 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 Ausgang! Und Vollgas! Und bremsen! Und runter, rüber! Und Vollgas! Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm! Und schalten! Und ja! Runterschalten. Habe ich noch mal das Gefühl, nach vorne über zu kippen, Alter. Oh. Ja, wer das Ding hat, ABS. Das Ding läuft heiß. Einerseits lustig, andererseits stockschwul. Aber bitte.
Es ist zu groß für 125er, es ist zu klein für einen normalen Motorradschein. Ja. Es ist einfach unnötig. Ich bin raus.